Hallo Klickenabendler, wir sind in Nürnberg auf der Spielwarenmesse 2024 bei Schmidt Spiele. Neben mir ist der Willi. Hallo Willi. Hi. Wir haben hier auch ein kleines Kartenspiel. Tell Me More klingt für mich erstmal nach einem Party-Erzählspiel. Genau so ist es. Es ist ein Party-Erzählspiel, was man überall spielen kann, im Auto, im Kino, in der Warteschlange. Man muss also nicht viel Platz dafür haben. Okay, um was geht's? Wir haben 50 Karten. Und in jeder Runde wird eine Karte gespielt. Auf dieser Karte ist eine Geschichte drauf, die wir weitererzählen wollen. Dabei sollten wir bestimmte Worte mit benutzen. Weil später werden zu dieser Geschichte Fragen gestellt und diese Fragen versuchen wir gemeinsam zu beantworten. Soll als Beispiel mal diese Geschichte vorlesen? Ja. Generalschlüssel. Eine zwielichtige Person hat uns einen Schlüssel gegeben, der ausnahmslos alle Türen öffnen kann. Dann ist sie verschwunden, ohne eine Erklärung abzugeben. Nun haben wir einen Superschlüssel. Wir sollten die Worte Moral und limitiert einbauen. Ja? Welche oder was machen wir denn jetzt mit diesem Superschlüssel, den wir beide jetzt haben? Also ich finde schon, dass es moralisch verwerflich wäre, wenn wir damit jetzt irgendwo in eine Bank reinmarschieren und da Geld klauen, oder? Das auf jeden Fall. Gell? Also vor allen Dingen, man weiß ja auch nicht, eventuell ist ja eine Alarmanlage da, da hilft uns auch der Schlüssel in dem Moment dann nichts. Aber wenn wir mal einen Notfall hätten, könnten wir ihn ja limitiert einsetzen. Das könnte man auf jeden Fall tun. Also was machen wir denn mit dem Schlüssel? Legen wir ihn erstmal an die Seite oder nutzen wir ihn irgendwo? Ich habe doch... Was sind wir? Wir wissen nicht, wer wir sind. Nur dann verwahren wir ihn sicher in einer Schublade? In der Schublade können wir ihn reinlegen und nutzen ihn später irgendwann oder lassen wir es so wie der Ring zum Beispiel, der dann die ganze Zeit in dieser Truhe drin ist? Wir zwei wissen ja, wo er ist. Das heißt, nur wenn wir ihn brauchen, holen wir ihn raus. Das ist richtig. Also für den Notfall würden wir den rausholen. So, die 2 Minuten sind um. Jetzt werden Fragen gestellt. Übrigens ein Spiel für 3 bis 8 Spieler, das heißt also mit 2 Leuten funktioniert es bei uns jetzt nicht. Welche Tür öffnen wir als erstes? Jetzt wird runtergezählt, 3, 2, 1, keine. Und geben beide gleichzeitig die Antwort. Wenn wir dann mehrere die gleiche Antwort geben, sind es Punkte. Okay. Ja? Nächste wäre, was werden wir mit dem Schlüssel machen, obwohl es moralisch fragwürdig ist? 3, 2, 1 im Notfall benutzen. Mhm. Ja, und hätten dafür dann Punkte gekriegt. Okay. So funktioniert es. Alright. Das ist Tell Me More ab demnächst im Handel. Jawohl, so ist es.